Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg, einen Riesen zu töten. Wobei ich das eigentlich gar nicht so gerne machen möchte, denn ich mag Riesen eigentlich. Aber der Riese vom Steinbogenpass, der ist, glaube ich, nicht so freundlich. Den dürfen wir töten. Und das wollen wir in dieser Folge tun. Hoffentlich erfrieren wir nicht auf dem Weg dorthin. Ich hoffe mal, dass wir oben im Kompass eine Markierung haben, die uns zur richtigen Stelle führt und nicht, dass es die Markierung ist, die anzeigt, wo wir jetzt gerade sind. Aber wie soll denn das gehen? Ah, da tut sich nichts. Die bewegt sich einfach nicht, die Markierung. Haben wir denn noch irgendetwas anderes geöffnet? Also, die Markierung sagt mir, es ist nicht innerhalb von einer Höhle oder so etwas. Und die Markierung sagt mir weiter, dass es noch ein ganzes End sein muss, bis wir da sind. Wir könnten auch reiten. Aber wer reitet, bekommt ja nichts von dieser schönen, oh, ist das kalt, Gegend mit. Wachen. Wir gehen weiter. Okay. Sie haben nichts gesagt. Ich glaube, hier hatten wir auch irgendwo noch ein Lager. Aha. Da tut sich was. Wir hätten doch Pfeile und sowas kaufen sollen. Wer hat das gesagt? Orks und so. Was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen? Ich. Moment. Halt. Ich mach das hier. Da, bitteschön. Aua. Hey, du bist ja wohl bekloppt. Lass das. So. Wow, der ist immer noch hinter uns her. Erbärmlicher Schwächling. Wer hat das gesagt? Wer schießt denn da? Ich hab schon den schlechteren Gegner als euch gekämpft. Ein Bandit, ha? Huh? Okay, das war's. Abbrechen. Zu spät. Da, irgendwas schießt auf uns. Au. Ich habe genau gesehen, da ist ein Pfeil, der steckte im Baum. Moment. Wer hat denn da geschossen? Hier ist doch niemand mehr. Hm. So viele Pfeile. Das war nur ein Versehen. Sie wollten uns gar nicht treffen. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich stech euch in den. Och, Menno! Hört doch mal auf! Ich bin doch noch gar nicht so weit. Okay. Nehmt das! Die sind zu dritt und alles sind es Banditen, Marodeure. Oh. Wow, das war knapp. Ey, du hättest mich fast getroffen. Aua. Wenn ihr tot seid, kann ich euch riesig ausrauben. Du schön dran vorbeigeschossen. Ha, du aber auch. Daneben du. Du stehst da gerade so gut. Ebenerzpfeil. Ihr habt richtig gute Pfeile. Moment. Warum ist unser... Warum macht ihr den so schnell Platz hier? Oh, genau in dem Moment, in dem wir getroffen werden. So, Feuer macht euch nichts aus, oder wie?
Au. Ihr seid immer noch zu dritt. Ist wohl weggelaufen. Tja, eben, Erz. Die sind doch ziemlich... Aua! Die sind doch ziemlich gut, die Pfeile. Oh Mann, 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 Mann. Wir sind tot. Ja, aber jetzt müssen wir doch mal... Das sind ja nur Banditen hier. So ehrlich. Wir rennen einfach davon. Jawohl. Ich kann euch nicht besiegen. Wo sind die ganzen Pfeile? Ah, Dwemer-Pfeile, okay. Ich wollte die Ebenerz-Pfeile haben. Au, von wo kam das? Von da. Verstehe. Das war schon alles. Mehr haben wir drauf. Nix da. Ihr sagt das immer und dann schießt er trotzdem auf uns. Irgendwer hat mit guten Ebenerzpfeilen geschossen. Dwemer-Pfeile. Septime, na gut. Ein Dietrich, das können wir gebrauchen. Ah, den Rest lassen wir mal da. Ja, nein. Du bist ja schon kalt. Elfenpfeile immerhin. Den schwarzen Fellrucksack könnten wir ja eigentlich auseinandernehmen, alleine schon für das Amulett. Ja, okay, überredet. Ein bisschen was tragen können wir ja noch. Los, Pfeile suchen. Da, die hat die Ebenerzpfeile verschossen. Sind die überhaupt so gut? Denn sie war doch nur eine einfache Banditin. Kompletter Gesichtsschutz. Werden wir ja nicht tragen, aber vielleicht können wir das irgendwann mal brauchen. So zum Verzaubern oder so. Ganz viele Pfeile hätte ich jetzt gerne. Na, die sind alle schon weg. Pfeile haben wir noch. Erstmal reicht das. Yep. Dann gehen wir mal weiter, bevor wir noch festfrieren hier. Und hier haben wir geguckt. Ja, das war doch der erste, oder? Nein, 253 Septime, da haben wir noch nicht geguckt vorher. Ja, das Ding hier wiegt nichts und ist richtig was wert. Das nehmen wir mal mit. Das hier ist schon ein bisschen schwerer.
Handschuhe, ja, können wir verzaubern nachher. Ja, die Sachen sind gut was wert. Dädrische. Das sind unsere Pfeile, die nehmen wir wieder mit. Ja, sehr gut. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Ganz schön weit weg, dieser Riese. Ah, da ist was von Riesen vielleicht. Ah. Lass das. Hey, ich hatte noch gar keine Zeit, das hier zu machen. Okay, okay. Die sind aus Eis, die mögen kein Feuer. Wie auch immer. Okay, einer weniger schon mal. Und was habt ihr uns Schönes hinterlassen? Irgendein Ektoplasma? Eisgeistzähne? Ja, ja, das nehmen wir alles mit. Ja, doch, man läuft hier. Wir laufen hier ganz schön alleine rum. Ich dachte, das wäre so ein Ding, mit dem man das Klo reinigen kann, wisst ihr? So ein Pümpel. Ah, Opfergaben und so. Oh, das ist irgendein Zepter. Und das kenne ich nicht. Ah. Oh, ein ganz schön großer Kopf. Okay, weiter geht's. Naja, vielleicht wird's da wärmer, wo der Riese wohnt. Eigentlich den Bogen gar nicht aufgeladen. Oh, das war ein bisschen tief, aber du schaffst das. Müssen wir den jetzt ausnehmen, dann sind wir gleich wieder überladen.
holen uns nur unsere Pfeile zurück diesmal, ja? Das ist so kalt hier. Boah, wo ist der Riese? Kavanjund, Korvanjund entdeckt. Aha. Gangster. Banditen. Doch wir sind versteckt. Hey, huste mich nicht an. Ach, wir müssen hier rein. Was? Das haben wir schon mal prima hingekriegt. Passt. Sowas können wir? Hier drüben. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Wer ist denn da? Wer sagt das? Könnt euch vor mir nicht verstecken. Jawohl, kann ich das. Hab euch. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht auf? Doch, doch, ich kann das hier noch. Und du bist aber schnell, manchmal. Kommst du jetzt, oder? Ach, die sind zu zweit. Ja, zwei rennen hier noch rum. Leider. Den haben wir aber gut erwischt. Da war es nur noch einer. So. Hätte ich ja jetzt gar nicht mitgerechnet. Gib mir all dein Gold. Oh, Fleisch auch. Noch so ein Gesichtsschutz. Oh, ich glaube, davon haben wir schon genug. Oh, Moment mal, hier haben wir auch ein paar Pfeile verloren. Ja, wir sollten mal anfangen, Pfeile selber herzustellen oder zu kaufen. Boah, wir sind ja auch super am Klimpern, wenn wir rumlaufen. Kein Wunder, dass die uns immer entdecken. Hier oben lag doch noch einer. Ah, der ist schon zugeschneit. Nein, da ist noch einer. Das war der Anführer. Elchendolf, Dolch meine ich, wiegt nur 4 und hat einen Wert von 95. Eigentlich also gar nicht so. Oh, das ist nicht schlecht. 220 und ein Gewicht von 6.
Ja, aber wir sind ja nicht unterwegs, um irgendwas zu sammeln, was wir verkaufen wollen. Wir sind ja unterwegs, den Riesen zu schaffen. Da, so viele Septime. Reicht doch. Das ist aber gar nicht unser Ziel hier. Ja, aber ich wollte mal gucken, da ist so eine mysteriöse Tür. Was da wohl drin ist. Meister. Okay, ob wir das Schloss knacken können oder nicht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. In dieser Folge bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.